So, ihr Lieben, wir sind jetzt schon bei Hakan. Wie nennt man das? Haus? Wir sind hier gerade am Essen. Wir haben ein paar Sachen mitgebracht. Wir haben es auch da, aber ich zeige euch mal ein bisschen hier die Wohnung. Mach mal Licht an. Nina, komm. Hier? Ich zeige euch mal die Wohnung hier. Moment. Das ist der Eingang. Hier ist dann so eine Chill-Ecke. Ich mache das Licht an. So. Da ist ein Fernsehen. Spiele. Dann ist hier so ein Essbereich, denke ich mal. Also jetzt nichts Besonderes. Dann ist hier so ein langer, langer Weg. Dann hier ist die Küche mit Essbereich. Papa! Papa! Ja, aber komm, ich mach dir auf. Ja. Dann haben wir hier die Küche, die ist ein bisschen unaufgeräumt, aber die ist sauber. Hier ist ein Kühlschrank. Ja. Krass, Schatz, die Kühlschränke sind abgeschlossen. Warum das denn? Den Kindern, ne? Muss hier was aufgeräumt sein, hier ist dann Karton, Chicken Nuggets, Milch, Snack, Eis, Backkammer. Hier ist hier eine Spüle, ein Herd. Ja. Dann geht es hier wieder raus. Was ist das Badezimmer? Dann haben wir hier so einen Raum. Genau, das ist ein Badezimmer, was ich sehr gut finde. Da setzt du dich drauf und kannst direkt duschen. Ja, die Toilette brauchst du jetzt nicht zu zeigen. Lina, komm. Schatz, wo ist mein Handy da? Muss da drin sein, ruf mal an von meinem Handy. Ist doch da am Akku, an der Powerbank. So, dann geht's hier weiter. Mach das Licht an. Da ist hier ein Zimmer. Dann haben wir hier noch ein Zimmer. Ich glaube, das sind die Toiletten, oder? Ah, das ist die Frauentoilette, Jungstoilette. Was haben wir denn hier? Und hier sind dann noch drei Duschen. Genau. Und hier kann man dann die Wäsche reinschmeißen. Handtücher, Geschirrtücher, Bettwäsche, keine Ahnung. Ich will da jetzt auch nicht reingucken. Das ist nicht schön in deiner Tasche. Dann ist das bestimmt im Auto. Ja. Mhm. Hier ist dann Wasch- und Trockenraum. Hier sind zwei Waschmaschinen und eine Trockner. Aussicht. Ja. Oh yeah. Don't you know we're getting old for this game? So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star. Yeah. You're talking. But I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore. Oh no, 'cause you only bring me down. But now I am gonna fly. You're gonna be loveless when you're without me. You're gonna regret it. Sooner or later, you're acting all tough. You think you're
hier nur die Jugend jetzt gerade zu Hit. Hier ist es so schön. Das Wetter ist so schön. Du riechst einfach nur Natur. Schaut mal, seht ihr die Berge da? Die sind sowas von benebelt. Man erkennt das nicht so gut von der Kamera. Voll scheiße. So schön hier. Hier will man echt leben, aber hier ist bis jetzt nur ein Auto vorbeigefahren. Das heißt, hier ist es richtig tot. Ja, aber meine Arme tut hier leider. Ein bisschen doch. Weil hier geht lieber nach vorne. Alina, wow, wow. Hallo. Mit einem Ball. Schatz, siehst du da die Pferde? Da oben? Krass. Eine Atları görüyor musun dağın üstünde? Ich zeige euch mal Hakans Zimmer. Das ist Hakans Zimmer. Huh. Hier ist sein Schrank. Hier ist seine Playsee-Kühlschrank. Hier sind jetzt unsere Sachen. Das sind seine ganzen Getränke. Und hier ist sein Nachtschrank. Genau. Da ist Fokish. Hier ist sein Bett. Hier ist übrigens der Brief, den ich für Hakan geschrieben habe, als er weggefahren ist. Hier sind noch zwei Fotos. Dann haben wir hier eigentlich zwei Stühle. Da sind Handschuhe und so. Und hier ist sein Waschbecken. Das war's auch. Hadi, komm, sag Hakan, tschüss. Hadi. Hadi, komm, gib aber einen Kuss. Hadi gib aber Küss. Das erklärst nicht davon. Was für die Leute. Ja, ich zeige dir, was du Geld nimmst. Okay. Sag bis Freitag. Wir sind weg. Ne? Hat es Hände öfter ja teuer oder ne? Und was ist mir so die Stimme? Sagt sie extra Kusujum? Oh. Und jetzt ich? Bir şey olursa ne oldu mu oğlum? Überleg dir, was wir Samstag machen. Montag da şey unutma. Şey, kadına söylemeyi bekleyin oldu mu anne? Tamam sen. Tamam dedim. Tamam anne. Hallo, ihr seht euch Freitag wieder. Übertreib, übertreib! Hadi Furkan, setz dich nach vorne. Ja, Schatz. Das ist so eng. Ich mach das immer auf und dann mach ich das immer wieder eng. Warte. Hier, das musst du hier drücken. Dann ziehst du hier. Ich habe das extra eng gemacht, weil sie zieht hier ihre Arme raus. Aber mach nicht so eng, damit es gemütlich ist. Ja, das Problem ist, dass sie ihre Arme raus. Okay. So ist es gut, ne? Das kommt jetzt hier. So ihr Lieben, wir fahren jetzt nach Hause, also wir fahren Audel nach Hause. Audel ist dann mit seinen Freunden. Und ich schlafe bei mir. Oh yeah. Okay. Don't you know we're getting old for this game, so why you keep playing?